Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einführung. Ich bin auch sehr gespannt auf die Veranstaltung heute und auf die Diskussionen. Das ist das erste Mal, dass dieses Thema dass ich zu diesem Thema was sagen darf vor Leuten, die nicht mit der Technologie zu tun haben oder nicht alle mit der Technologie zu tun haben. Normalerweise sind das Ingenieure, sind das IT-Anbieter, sind das Leute, die IT-Systeme benutzen. Das ist schwierig, da rauszukommen aus dieser Ecke und das Thema mit Leuten zu besprechen, die es eigentlich angeht. Und das sind wir alle. Ich darf heute reden über, wie die digitale Welt von morgen aussieht und soll einen Blick in die Zukunft werfen. Ich habe mir erlaubt, zwei Bilder mitzubringen, die hauptsächlich nicht den Weg nach vorne werfen, sondern versuchen, das, was wir heute erleben, einzuordnen in das, wo wir herkommen. Es gibt, Sie kennen das vielleicht auch aus dem ersten Buch, das ich rausgebracht habe zu dem Thema, dieses Stufenmodell der vierten industriellen Revolution, Industrie 4.0, wo einfach erste, zweite, dritte, vierte, die dritte war dann die Automatisierung und die vierte ist jetzt die Digitalisierung und das Internet. Mir hat das, obwohl ich selber in dem Buch natürlich drin hatte und jeder hat das schon mal irgendwo in einem Artikel gesehen, mich immer gestört, zumal ich gemerkt habe, die Amerikaner reden heute von der dritten industriellen Revolution und nicht von der vierten. Und ich habe gedacht, das kann nicht einfach Zufall sein. Ich habe mich mal daran versucht, rauszukriegen und das dann auch bildlich darzustellen, wo wir herkommen. Die erste industrielle Revolution, da sind wir uns alle einig, das war die Dampfmaschine, bei der es übrigens 50 Jahre gedauert hat, bis die Dampfmaschine nach ihrer Erfindung wirtschaftlich sinnvoll einsetzbar war und man einen Wirkungsgrad von 3% erreichen konnte beim Einsatz von einer Dampfmaschine. 50 Jahre hat das gedauert. Und dann hat diese erste industrielle Revolution gehalten bis Anfang des letzten Jahrhunderts, also 130 Jahre ungefähr. Dann kam die zweite, da waren die USA schon an erster Stelle. Auch da sind sich jetzt noch alle einig in diesen Darstellungen. Zweite industrielle Revolution, Fließband, Automobil, Öl statt Kohle. Das kam von Ford, Automobilindustrie USA, obwohl, und da denken wir dann an China, die letzten 30, 40 Jahre, obwohl die USA nur 30, 40 Jahre gebraucht haben, um den Riesenvorsprung von über 100 Jahren, den die Westeuropäer hatten, aufzuholen. Weil bis Ende des 19. Jahrhunderts waren die Amerikaner noch beschäftigt mit der Rekonstituierung ihrer Nation und der Abkoppelung von England. Und dann in 30, 40 Jahren waren sie da plötzlich die Nummer 1 bei der zweiten industriellen Revolution. Und dann passierte etwas, was in den anderen Darstellungen nicht vorkommt. Wir reden heute von Digitalisierung und die Frage ist, warum wir das heute tun. Weil der Computer war schon 1945 da, übrigens auch aus Deutschland, Konrad Zuse, erste frei programmierbare Computer Mitte der 40er Jahre. Trotzdem war es erst mit den Mikrochips in den 70er Jahren möglich, das wirtschaftlich einzusetzen. Das wurde 1970 dann auch getan. Und dann passierte aber was Interessantes. Das hat sich nämlich nicht mehr gleichzeitig weiterentwickelt. Also das, was wir mit Automatisierung beschreiben, ist die Nutzung des Computers für die Fertigung. Das heißt, wir haben in Deutschland den Computer genutzt für die speicherprogrammierbare Steuerung von Siemens und anderen und haben die Automatisierung vorangetrieben. Und nachdem wir dann Embedded Software schon in den Automatisierungsanlagen hatten, hatten wir sie überall. Und dann gab es mechatronische Produkte und dann den Roboter, der viele Arbeitsschritte schon in den letzten 40 Jahren uns abgenommen hat, einen nach dem anderen. Wenn man bei VW in Werk geht, dann sind dort mehr Roboter in der Fabrikhalle als Menschen. Das ist aber schon, ist jetzt nichts Neues, das ist nicht heute so, sondern das geht schon über Jahrzehnte.
Das war Deutschland und da sind wir Weltmeister geworden, während in den USA was ganz anderes stattgefunden hat. Die haben sich nämlich auf den Computer selbst konzentriert. Die haben IBM, 60er, 70er Jahre, den Computer zum Mittelpunkt ihres Geschäfts gemacht. Dann kam 1985 Microsoft und hat die Software zum Hauptgeschäft gemacht. Die haben keine Computer mehr verkauft. Der PC war nicht von Microsoft, sondern von irgendwem. Dann kam wieder 10 Jahre später, 95, das Internet. Übrigens wieder eine europäische Entwicklung aus der Schweiz, die in den USA dann zum wirtschaftlich erfolgreichen Thema gemacht wurde. Und dann kam 2005, Anfang dieses Jahrhunderts, die Daten. Mit den Firmen, die uns die Daten abnehmen und sich dann darum kümmern, was sie damit uns anbieten können, damit sie damit Geld machen können. Das sind die großen Firmen, die so groß sind, dass sie ganze Staaten kaufen könnten. Google, Facebook, Amazon, wie sie alle heißen. Und das war die IT-Revolution, die die USA dahin gebracht hat, wo sie heute sind. Industriell sind sie nicht mehr wichtig. Sie haben nämlich in den letzten 30 Jahren, 40 Jahren der Industrie sozusagen abgeschworen und haben sich lustig gemacht, wenn Siemens in den USA eine Firma aufgebaut hat, dann haben sie gesagt, seid ihr verrückt, ihr baut noch Fabriken, das machen doch die Chinesen und Vietnamesen viel billiger. Das Produzieren können wir uns sparen. Wir haben eine Spaltung zwischen Software und Hardware in den USA und in Deutschland und in beiden sind die jeweiligen Nationen im Moment die Führenden. Und wenn jetzt die Amerikaner das Industrial Internet propagieren, dann meinen sie dasselbe im Grunde genommen, was wir mit Industrie 4.0 bezeichnen. Nur sie sagen eben in den USA dritte industrielle Revolution, weil die dritte von uns haben sie nicht mitgemacht und die war auch weltweit nicht so erfolgreich, wie wir das in Deutschland geschafft haben. Und die Frage ist jetzt, was passiert jetzt? Also jetzt sind wir in der Heutezeit. Übrigens auch das nicht unwichtig, von der ersten bis zur zweiten, das waren 130 Jahre, von der zweiten bis zu dem, was wir jetzt heute als dritte bezeichnen, 70, 60 und von dort bis heute 45, 40. Wir können uns vorstellen, das, was jetzt gerade anfängt mit der Digitalisierung und dem Internet, das wird wahrscheinlich auch nicht länger dauern als das, was wir bisher kennen, sondern die Zyklen werden immer kürzer. Was jetzt kommt, ist etwas, was die beiden wieder zusammenbringen könnte. Das ist das Internet der Dinge und Dienste. Und das ist das, mit dem wir uns heute beschäftigen müssen, was keineswegs nur Industrie 4.0 heißt. Das wird gerne immer in einen Topf geschmissen. Also wenn man die vielen Berichte im Moment liest, dann steht da meistens Industrie, Internet der Dinge. In Deutschland sagen wir Industrie 4.0. Das sind zwei ganz verschiedene Paar Stiefel. Internet der Dinge heißt, wir werden in Zukunft Produkte eigentlich nur noch im Internet kennen, weil seit ein paar Jahren ist es möglich, jedem Ding, auch einem Glas, dem ich ein kleines Papierchen draufklebe, mit einer eigenen Internetadresse zu versenden. Dafür hat es Anfang dieses Jahrzehnts ein neues Protokoll gegeben, das IPv6 Internetprotokoll Version 6, weiß nicht genau, wofür die Abkürzung steht. Das ermöglicht es jetzt weltweit im Prinzip jedes Ding mit einer eigenen Internetadresse ins Netz zu stellen, sodass ich es ansprechen kann, seine Daten, wenn es welche liefert, abfragen kann und über diese Verbindung, über das Internet Dienstleistungen anbieten kann, mit denen ich ein neues Geschäft mache. Das wird nicht dasselbe sein, was Google, Facebook und Konsorten im letzten Jahrzehnt gemacht haben, aber teilweise vielleicht auch. Zum Beispiel die Automobilindustrie wird das versuchen, mit den Daten ihrer Bewegungen mit dem Auto Geld zu machen, ohne dass sie dafür ihnen was bezahlen, dafür, dass sie ihre Daten benutzen. Die werden das versuchen. Und es wird noch ein paar andere geben, die das versuchen, aber viele Dinge werden nicht bezahlt und
werden nicht so in Geld umgesetzt werden können, wie das bisher mit dem Smartphone und dem Tablet möglich war, weil die Gerätschaften teuer sind. Ein Auto kostet viel Geld und der Autofahrer möchte vielleicht gar nicht, dass seine Daten so weitergegeben werden wie von seinem Smartphone, wo es ihm noch egal war. Bei vielen anderen Produkten stellt sich auch die Frage, wem gehören die Daten, die damit jetzt zur Verfügung gestellt werden? Es ist noch nicht ausgemacht, wer von diesen beiden Weltmarktführern, führenden Nationen, die Führung in diesem Internet der Dinge hat. Das kann von beiden Seiten kommen. Die Amerikaner sagen natürlich, Internet sind wir. Also Internet der Dinge sind auch wir, natürlich. Wir sagen, na, Dinge, das sind wir. Wir sind die Hardware-Spezialisten. Wir werden auch das mit dem Internet schaffen. Bin mir da nicht so sicher. Wenn man sich anschaut, wo die Stärken der Nationen liegen, dann ist das auf der deutschen Seite so, wir sind gründlich. Das bedeutet aber auch, dass es Jahrzehnte dauert, bis sich irgendjemand mit den Themen beschäftigt, die eigentlich schon längst auf der Straße liegen. Jetzt sind es die Amerikaner, wo Microsoft, Amazon, Facebook, Google und IBM ein Konsortium gegründet haben, das sich mit den ethischen Rahmenlinien für künstliche Intelligenz beschäftigt. Da ist Siemens und SAP noch nicht dabei. Also die Deutschen fehlen dann noch mal wieder. Wir sind gründlich. Die Amerikaner haben eine Gründermentalität und sind in der Lage, ganz schnell zu sehen, wo ein Geschäft liegen könnte und das umzusetzen. Und das ist für Software hervorragend. Das geht ganz schnell. Man kann es ausprobieren. Wenn es nicht funktioniert, macht man eben was Neues. Der deutsche Ingenieur denkt eher in Tiefbohrlöchern, wo er gerne bis ganz unten auf den Boden geht und auch dort den letzten Mikrometer noch geschliffen haben möchte, dass man dort keinen Kratzer mehr sieht und merkt nicht, dass da oben längst das Internet unterwegs ist und er möglicherweise nur noch die Hardware liefert für das Geschäft, was längst woanders gemacht wird. Und das ist das, mit dem wir uns heute beschäftigen müssen. Und das hat natürlich Folgen für die Arbeit, für alles um die Industrie rum, weil an der Industrie hängen wir. In Deutschland noch zu 24%. Gott sei Dank haben wir das nicht so gemacht wie die anderen Länder, die alle inzwischen bei 10-11% rumdümpeln, was die Industrie betrifft. Und die Amerikaner finden das inzwischen auch nicht mehr lustig, dass sie das verloren haben, dieses Thema. Versuchen wieder aufzuholen. Ich glaube, dass ihnen das so einfach nicht gelingen wird, weil diese Perfektion der deutschen Ingenieure, die ist schon gut. Jetzt ist die Frage, wo kommen wir hin und was hat das für Folgen? Die Frage der Arbeitsplätze, die ist dauernd auch Thema. Werden Arbeitsplätze wegfallen? Natürlich. Wenn Agfa zumacht, weil man keine entwickelten Fotos mehr kauft, dann braucht man die Leute nicht mehr, die für das Entwickeln von Fotos zuständig waren, von Filmen. Es wird eine ganze Menge von Arbeitsplätzen geben, die man in Zukunft nicht mehr braucht. Es werden auch immer mehr werden, weil die Computer immer schlauer werden und die Roboter. Die künstliche Intelligenz ist erst seit ein paar Monaten so richtig im Zentrum der Debatte angelangt, aber das wird das Thema für die nächsten Jahre werden. IBM baut seine Zentrale für künstliche Intelligenz, das Watson IoT-Zentrum, die weltweite Zentrale nach München, weil in München BMW sitzt, Münchner, also so haben sie es selber letzte Woche in der Süddeutschen erzählt, weil dort die BMW, Audi, Münchner Rück, Allianz, auch ABB aus amerikanischer Sicht um die Ecke in Zürich, so nah sind, dass man eben dort ist, wo die Kundschaft für die Zukunft sitzt. Und das ist Maschinenlernen mit künstlicher Intelligenz. Wir versuchen, den Maschinen beizubringen, den Dingen, die wir produziert haben, beizubringen, dass sie, wenn sie dann genutzt werden, besser funktionieren, bessere Sachen tun, verstehen, was sie gemacht haben, daraus zu lernen. Und das macht vielen Leuten Angst. Und deswegen ist das auch ganz notwendig, was da jetzt dieses Konsortium in den USA macht. Wir müssen uns mit den ethischen Richtlinien beschäftigen. Wie sorgen wir dafür, dass die Maschinen in Zukunft das tun, was wir wollen und für sinnvoll halten? Und wenn wir damit warten, bis wieder diejenigen das gesetzt haben, die damit Geld verdienen,
ist es zu spät. Also insofern ist da die Gründlichkeit an der Stelle jetzt nicht das, was wir brauchen, sondern das Schnelle. Was sich in dieser ganzen Zeit entwickelt hat, das waren von den Industriewaren, die es am Anfang eben noch nicht gab, bevor wir die Industrie hatten, dann kamen die Massenwaren, die den Lebensstandard möglich gemacht haben, den wir heute haben und von dem wir glauben, dass wir jetzt sagen können, jetzt reicht's, wir bremsen jetzt, weil die Industrie macht ja die Umwelt kaputt. Wir übersehen dabei, dass der allergrößte Teil der Menschheit diesen Wohlstand überhaupt noch nicht hat. Und wir werden den Teufel tun können und sie daran hindern, diesen Wohlstand haben zu wollen. Wir müssen uns überlegen, wie das passieren kann, wie dieser Wohlstand für alle möglich ist, ohne dass das mit der Umwelt so weitergeht wie bisher. Heute ist es möglich, individuelle Massenwaren zu produzieren und damit ist gemeint, man kann inzwischen Fertigungsmethoden, die bisher eigentlich nur für Serienproduktion, für Millionenfertigung möglich waren, so steuern, so intelligent sind inzwischen die Anlagen geworden und so weit geht die künstliche Intelligenz, dass man flexible Fertigungssysteme hat, wo am Ende bei jedem Stück etwas anderes rauskommt, als das letzte war. Also man kann es möglich machen, dass jemand nicht nur sein Auto, sondern alle möglichen Produkte über das Internet ganz gezielt so bestellt, wie er es haben will. Und es kommt dann und trotzdem zu den Kosten der Serienfertigung. Das wird eine ganze Menge verändern und wir müssen uns darauf einstellen, wie wir mit diesen Veränderungen umgehen wollen. Wir werden viele Leute umschulen müssen. Die Bildungsaufgaben sind leider seit 5 Jahren Industrie 4.0 nach meiner Kenntnis noch keinen Schritt weiter. Also das ist seit 5 Jahren bekannt, dass das Internet der Dinge auch in Deutschland angekommen ist und wir die Industrieumstellung erleben. Und trotzdem ist die Ausbildung noch da, wo sie vor 5 Jahren war. Wir haben Maschinenbauer, die aus der Universität kommen, sich vor dem Studium entscheiden müssen, dass sie in Richtung Mechanik gehen. Was dann später dazu führt, dass wir bei BMW eine größte Abteilung der Produktentwicklung haben, die heißt Geometrie. Das ist für die Zukunft des vernetzten Autos nicht mehr die richtige Hauptabteilung. Aber die Software hat die Automobilindustrie nicht. Porsche hat dieses Frühjahr gesagt, sie wollen 1400 Softwareingenieure einstellen. Das ist lächerlich. Es gibt sie nicht in Deutschland. Also wir sind überhaupt nicht in der Lage, das so schnell aufzuholen, wie es eigentlich notwendig wäre. Diese ganzen Dinge sind begründet in dem, wie wir die letzten 200 Jahre Industrie verstanden haben. Und wir haben das verstanden nicht als System und Vernetzung, sondern wir haben es verstanden als, das Beste ist das, was der Spezialist in seinem Fach an Kompetenz bieten kann. Und das tun wir zusammen mit den besten Kompetenzen aus den anderen Fächern. Und das wird für die Zukunft nicht mehr reichen. Das heißt, wir müssen darüber nachdenken, wie wir das verbinden können. Ich habe vorhin gesagt, Deutschland Weltmeister in Hardware, USA Weltmeister in Software. Ich habe China noch nicht erwähnt. China ist seit 30, 40 Jahren dabei, aufzuholen und dem Industrienationen nachzueifern. Zuerst haben sie für uns gearbeitet, jetzt kaufen sie und kaufen Unternehmen wie KUKA, Krauss-Maffei-Gruppe und andere. Osram steht gerade zur Diskussion. Aber der entscheidende Punkt ist, sie haben, nachdem wir das Industrie 4.0 diskutiert haben, ein Made in China 2025 beschlossen. Und das Ziel ist, mit dieser Initiative 2049 zum 100. Jahrestag der Volksrepublik Industrienation Nummer 1 zu sein. Ich glaube, dass das passieren wird, dass wir gar keine großen Chancen haben, was anderes zu erleben, weil in China die Qualitäten und die Fähigkeiten und Kompetenzen aus beiden Nationen vorhanden sind. Diese 1,34 Milliarden Menschen haben beides. Die haben die Startups. Ich habe heute Morgen gelesen, die Chinesen haben jetzt 594 Milliardäre. Jeden dritten Tag wird ein neuer Chinese Milliardär.
Und das teilt sich auf zu einem Drittel auf die gehabte Massenproduktion, zu einem Drittel aber eben auch schon auf IT. Das heißt, die IT, das, was wir für die Zukunft brauchen, das ist ein Drittel von denen, die heute in China Milliardäre werden. Und die Frage ist, glaube ich, wo stehen wir als deutscher Industriestandort mit unseren Fähigkeiten, wenn es soweit ist? Sind wir dann Partner oder versuchen wir das zu verhindern und liefern zum Schluss nur noch die Hardware für das, was anderswo zum Geschäft gemacht wird? Das ist möglich. Wie groß der Wechsel ist, will ich an dem zweiten Bild zeigen, das ich im Frühjahr bei Zülke Engineering gesehen habe, im letzten Winter. Engineering-Dienstleistungsunternehmen, das sich mit Internet der Dinge beschäftigt und für die Kunden das macht, was die nicht können, weil sie die Leute nicht haben. Die haben gesagt, wenn man bisher ein Produkt gebaut hat, dann war das zuerst die Hardware. Man hat eine Idee gehabt und die Idee hat man erstmal in einen Prototypen umgesetzt und hat das Ding gebaut, um zu gucken, wie es aussieht, wie es funktioniert. Dann kam irgendwann die Software dazu, okay, die hat man auch noch mit eingebaut. Dann gab es auch noch die Möglichkeit, das Produkt ins Internet zu hängen. Okay, wenn es denn sein muss, da hat man auch das noch gemacht. Und ganz zum Schluss hat man geguckt, wer braucht das jetzt? Wer kauft das? Und wenn man Glück hatte, wurde das gekauft. Und wenn man richtig Glück hatte, dann war man früh genug dran und konnte damit ein gutes Geschäft machen. Das wird in Zukunft überhaupt nicht mehr funktionieren. Es dreht sich komplett rum. Wenn man heute eine Idee hat und ein Produkt im Kopf hat, dann wird man als erstes ins Internet gehen und schauen, ob diese Idee schon jemand hatte. Wenn sie schon jemand hatte, will man wissen, wo. Man will wissen, wie er das produziert oder was er für Produzenten dafür genommen hat, was das kostet, was die Idee dahinter ist, wie das Geschäftsmodell aussieht. Man fängt also im Internet und beim Benutzer an. Auch übrigens die blöden Konzerne, die uns die Daten klauen und damit das große Geld machen, indem sie Werbung anbieten, machen das richtig. Google hat als erste seiner Grundregeln für die Unternehmensphilosophie, als erstes kommt der Nutzer, alles andere folgt von selbst. Und das meinen die so. Weil nur wenn sie das so machen, dass sie uns durch die Smartphones und durch die Tablets Bequemlichkeit bringen, die ganz genau in das Schema passt, was uns gerade, wo uns gerade was fehlt und wo uns gerade was gut tun würde, nur dann sind wir bereit zuzugucken, was sie mit unseren Daten machen. Das wird in Zukunft für alle gelten. Wir müssen den Nutzer in den Vordergrund stellen und das tut im Moment noch keiner. Mein Auto ist ein Audi. Ich habe im Frühjahr gefragt, warum ich nicht informiert werde, wenn es eine neue Software gibt. Daraufhin hat man mir gesagt, das macht man bei Audi nicht. Habe ich gesagt, nur weil der nicht groß genug ist, also wenn ich jetzt einen Audi 8 von Baujahr 2016 hätte, würde ich das dann würde ich informiert werden? Nein, das machen wir generell nicht. Und ich wusste noch nicht, warum. Habe ich gesagt, ja, aber der Navi ist doch veraltet. Das Auto ist 3 Jahre alt. Also bei Google kriege ich jede Nase lang, kriege ich da was Neues. Ja, den können Sie bekommen. Dann müssen Sie das Auto einen Tag in die Werkstatt stellen. Dann wird das abgedatet, kostet aber 350 Euro. Das heißt, der deutsche Audi geht in den USA mit einer doppelseitigen Anzeige in die New York Times auf Deutsch mit der Überschrift Vorsprung durch Technik. Und die Amerikaner, Google und andere sagen, der Nutzer muss an erster Stelle stehen. Wir sagen die Technik. Das wird sich ändern müssen, sonst werden wir diese Produkte nicht mehr loswerden. Das zweite ist natürlich die Vernetzung. Wenn wir schon als erstes ins Internet gehen, ist klar, das Produkt muss im Internet sein. Natürlich funktioniert das Ganze nur über die Software. Das wird die wichtigste Fachdisziplin in den nächsten Jahrzehnten sein. Viel wichtiger als das, was die Mechanik kann, weil die Hardware ist jetzt wirklich nur noch das Letzte, was wir brauchen, damit wir es jemandem in die Hand geben können. Aber das ist die Hülle und die beherrschen wir. Wir Deutschen besonders gut in der Industrie. Aber das ist das Letzte, was dann kommt. Vielen Dank. Das habe ich noch vergessen. Das Buch ist tatsächlich jetzt gerade rausgekommen. Ich habe also zum Beispiel diese blaue Y, das ist zwar dort grau, aber und nicht blau.
Aber diese Erläuterungen sind dort wirklich ausführlich drin und ja, bin froh, dass das jetzt da ist. Ja, herzlichen Dank. Das hat viele Einblicke gegeben. Da ist so ein Steinzeitjäger drauf, oder was ist das, diese Grafik? Das hat der Springer Verlag so gemacht, okay, weil die das schön fanden. Ich dachte, die lange Entwicklungsgeschichte des Wirtschaftens. Ich möchte jetzt Gelegenheit geben, so vielleicht 2, 3 Nachfragen, bevor die nächste Runde dann auf dem Panel stand, wo Herr Sendler nicht dabei ist, erstmal. Stellen Sie sich kurz vor, sagen Sie einfach, wer Sie sind und dann das wendet und Sie auch. Mit Mikro bitte, für den Stream. Hartwig Schulte-Lohb. Wir haben seit Jahrzehnten eigentlich etwas diskutiert, was ein bisschen old-fashioned klingt, aber was, wie ich finde, genau das beschreibt, was Sie als Paradigmenwechsel beschreiben, nämlich einfach konsequente Kundenorientierung. Würden Sie da einfach zustimmen? Ja, wobei, also Kundenorientierung, das kann man auch unterschiedlich machen. Ich war kürzlich in einem Hotel in Stuttgart und habe gefragt, habt ihr WLAN-Anschluss? Und dann haben die gesagt, ja, ja, klar. Und dann habe ich das probiert und bin völlig gescheitert. Der WLAN-Anschluss war zwar da, aber erstens nur für ein Gerät. Und nachdem ich das mit dem Handy probiert habe, konnte ich mit dem iPad nicht mehr dran. Die meinen, sie sind kundenorientiert. Wir müssen ganz anders überlegen. Wir müssen versuchen zu überlegen, so wie die Google-Leute das machen. Was könnte es sein, was der Kunde sich gerade vorstellt? Das ist das, was sie jetzt mit künstlicher Intelligenz versuchen. IBM, Microsoft, wie sie alle heißen. Und das wird in den nächsten Jahren, also IDC geht davon aus, dass der nächste Plattformkrieg der ist um die künstlichen Intelligenz-Cloud-Plattformen. Und ich glaube, dass das stimmt. Also mit dem Kundenorientierung der alten Form zu überlegen, wie ich den halten kann zum Beispiel und ob ich auch meine Zulieferer halten kann, die man so nennt. Ich bin neulich gefragt worden, was ich glaube, wie Daimler seine Zulieferer weiter an sich binden kann in Zeiten der Digitalisierung. Dann habe ich gesagt, schon die Frage ist falsch, sie werden keine Zulieferer mehr haben. Entweder sie haben eine Plattform und Partner, die auf dieser Plattform arbeiten wollen, oder sie müssen sich was anderes überlegen. Gut, dann Sie beide noch. Ja, vielen Dank, Steffen Lange, mein Name vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Und daher vielleicht auch meine Frage. Sie hatten jetzt fast gar nichts zu den ökologischen Auswirkungen gesagt. Mich würde interessieren, wie vor allen Dingen unter Techniker, Technikerinnen und Ingenieuren die ökologischen Auswirkungen diskutiert werden, ob sie überhaupt diskutiert werden, ob das ein großes Thema ist. Ja, das ist das zweite Panel heute Mittag. Das stimmt. Ich habe jetzt die Frage der Arbeitsplätze angerissen, die Ökologie gar nicht. Sie müssen sich vorstellen, wir haben jetzt die technischen Möglichkeiten für alles. Der Professor Breu, Informatiker aus München, der hat vor kurzem bei einer Pressekonferenz ist er gefragt worden, was ist denn der nächste Trend? Was kommt denn von der Software als nächstes? Dann hat er gesagt, ich weiß nicht, was Sie meinen, wir haben alles. Die Technologie ist jetzt da, die Frage ist, was wir damit wollen. Und jetzt geht's halt los. Wir können natürlich schon längst machen, was der Hamburger Hafen im Moment macht. Dort wird kein LKW mehr an den Hafen gelenkt, wenn sein Schiff eine halbe Stunde Verspätung hat. Sondern der wird auf den Parkplatz gelenkt, wo er genau weiß, an welcher Stelle er parken soll. Und er kriegt über sein Smartphone eine Information, wann sein Schiff wo abgeladen werden kann und wo er stehen soll. Da wird kein LKW unnötig in der Welt rumschippern gelassen, wie man das bisher macht und wie man das in allen Städten bei uns macht. Wir kümmern uns darum, ob wir den Dieselausstoß weiterhin erlauben. Wir kümmern uns im Moment noch nicht um Smart City. Warum nicht? Die ganze Welt diskutiert darüber. Wir könnten längst dafür sorgen, dass die vernetzten Autos dazu helfen, dass der Verkehr leichter wird und weniger wird, dass wir weniger Staus haben, die ja diesen ganzen Dreck in die Luft blasen. Stuttgart Weltmeister in Ausstoß, in umweltschädlichen Gasen. Das ist ein so ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, wenn wir sagen, wir haben technologisch alles, dann ist eben die Frage ethisch.
was wollen wir mit dieser künstlichen Intelligenz anfangen? Wir können ja den Maschinen beibringen, nur die Rohstoffe zu nutzen, nur die Energie zu verwenden. Das wird zum Teil schon gemacht, aber nur zum Teil. Da, wo man gezwungen wird und da, wo es Geld bringt. Es wird nicht groß darüber nachgedacht, was man mit diesen Möglichkeiten anfangen könnte. Aber wir könnten eine ganze Menge damit machen. Wir könnten den Maschinen beibringen, was Vernünftiges zu tun. Weniger Dreck zu produzieren, weniger Rohstoffe zu verbrauchen, die richtigen Energiequellen zu verwenden und so weiter. Das können wir inzwischen alles machen. Nils Wittke, mein Name. Ich habe mal eine Frage zum Thema Dienstleistungen und speziell Bildung. Wie wird KI, also künstliche Intelligenz, Digitalisierung, die Bildung verändern? Wird es noch Dozenten geben oder wird das alles von Computern übernommen? Also welche Medien man nimmt, das ist, glaube ich, zweitrangig. Also ich lese die Zeitung gerne noch als Papier, aber es ist heute völlig klar, eine gute Zeitung muss ihre Online-Ausgabe haben. Bei der Ausbildung wird das so ähnlich sein. Aber was sich ändern wird, ist die fachspezifischen, also Beispiel Ingenieurtechnik. Es wäre sinnvoll, ein Student fängt an zu studieren und kann sich über, macht erstmal sein Bachelorstudium, was wir ja jetzt alle machen müssen, macht das Bachelorstudium erstmal in allgemeine Ingenieurwissenschaften, wo alles drin ist. Software, Mechanik, Elektronik, Hydraulik, was man alles braucht. Nach dem Bachelorstudium entscheidet er sich, in welchem Teil er es vertiefen will. Dann hätten wir Leute, die hinterher sagen können, okay, ich muss nicht als erstes darüber nachdenken, wie sieht mein Teil aus, was mache ich mechanisch, sondern wir reden erstmal über das System. Und wer dann welchen Teil davon wie macht, ist eine andere Frage. Dieses Denken reinzubringen, ist unglaublich schwierig. Wir haben die Länderhoheit über die Bildung, deswegen passiert seit 5 Jahren dort gar nichts. Wir haben aber auch keine richtige Vorstellung davon, wie das passieren soll. Und wir haben dasselbe wie in der Industrie. Der Elektronikprofessor hat natürlich kein Interesse daran, dass sein Lehrstuhl nichts mehr wert ist. Der Mechaniker hat kein Interesse daran, dass Maschinenbau nicht mehr erste Reihe ist, sondern jetzt mit den anderen sich zusammentun muss. Also dieser Kulturwechsel, der wird auch in der Ausbildung eine ganz große Rolle spielen. Mhm. Okay, Ulrich Sendler, herzlichen Dank. Kommen Sie.